Ja, die nächsten Jahre werden uns natürlich viel mit Investitionen beschäftigen. Aber es werden große Herausforderungen auf uns zukommen. Ich denke, das ist eine klare Botschaft, dass wir die Stadtteile auch ernst und wichtig nehmen. Es ist das Thema Ganzjahresbad, Erhalt unserer Straßen, Kinderbetreuung, neben diesen natürlich noch viele andere, bezahlbarer Wohnraum, Seniorenarbeit. Nicht zu vergessen die Wirtschaftsförderung, den Erhalt unserer Betriebe, die Neuansiedlung von Betrieben. Der gesamte Stadtrat ist damit gefordert. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch in der Stichwahl das Bürgermeisteramt zu gewinnen. Was wünschen Sie sich für die Stichwahl am 29. März? Natürlich wünsche ich mir, dass ich gewinne. Aber vor allem wünsche ich mir, dass die Bobingerinnen und Bobinger mir ihr Vertrauen aussprechen, darauf den Mut haben, für den Wechsel zu wählen. Und ich stehe für einen Wechsel, ich stehe für eine andere Politik, für eine andere Führung des Hauses und dafür werbe ich. Und deshalb, liebe Bobingerinnen und Bobinger, bitte ich Sie um Ihr geschätztes Vertrauen am 29. März bei der Stichwahl zum Amt des ersten Bürgermeisters in Bobingen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen, denn das, was ich vor der Wahl versprochen habe, werde ich nach der Wahl auch halten. Bleiben Sie gesund, lassen Sie uns miteinander die letzte Hürde nehmen. Ihr Klaus Förster.